Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns auf unserem Frachter in No Man's Sky. Leider konnten wir keinen Spitzenklasse-Frachter erbeuten, sondern nur einen Systemfrachter. Der fliegt gerade weg, schade. Der auch. Hier haben wir noch einen Jäger stehen in Gelb. Ja, unserer geht ja erstmal. Und wir werden jetzt als ersten den nötigsten Ausbau machen, nicht viel. Da das ein kleiner Haufen Müll ist. Also, was haben wir hier? Hier haben wir außen. Okay, das kann ja erstmal. Hier haben wir ein paar Pflanzen. Gut, dann werden wir so erstmal. Das kommt weg. Oh, was? So, der Raum kann bleiben. Da geht's raus. Der hier kommt weg. Dann werden wir hier ein paar Bäume hinbauen. Wir haben die Lernräume leider nicht von Anfang an freigeschaltet. Dafür werden wir aber auch jetzt gerade nichts haben. Können wir mal gucken. Ja, für die Antriebe, das machen wir jetzt nicht, weil wir uns einen besseren Frachter irgendwann holen. Ja, wir haben 0. Das ist jetzt sehr schlecht. Wir könnten nämlich guten leeren Raum gebrauchen. Und die Teleportkammer. Ein Handelsterminal haben wir. Was sind denn die leeren Räume? Das hier müsste ein leerer Raum sein. Ja. Ja, früher stand dran, dass sie in Klammern leer sind. Jetzt heißen die Erweiterung. Gut, kann man jetzt auch nichts ändern. Dann bräuchten wir eingeborgenes Fregattenmodul. Den Teleporter wenigstens. Na ja gut, dann machen wir jetzt Flottenkommandoraum. Können den galaktischen Handelsraum bauen? Okay. So, mal gucken. Machen wir das am besten. So. So. Kommt da einer hin? Handelsraum. Brauchen wir Mikroprozessoren, 2 Stück. So. Einfach kurz den Handelsraum, dann haben wir den wenigstens. Speicherpunkt können wir nicht setzen. Und jetzt müssen wir noch schnell unsere Lagerräume. Stellen wir die am besten hin. Ja. Machen wir da. Eins.
Da wir nur 4 Stück erstmal auf dem Planeten überhaupt gebaut haben, brauchen wir die anderen erstmal noch nicht. Das müssten jetzt auch dieselben sein. Ja. Gut. Durchschalten müssten wir die auch können. Wir das erstmal. Jetzt müssen wir Flottenverwaltung will er unbedingt von uns. Fregattentreibstoff. Jetzt müssen wir die auf eine ja Mission schicken. Super. Haben keinen Treibstoff, aber wir können ja mal gucken, was, wie viel wir brauchen. Und was für ein Schiff wir haben. Industrieschiff. Wie viel Treibstoff würde uns das kosten? 50 Tonnen. Cool. Hatten wir scheinbar. Gut. Hier haben wir noch 100 Tonnen und 50. Das Glas brauchen wir nicht. Ja, welchen... mal da rein. Aber wie nennen wir den dann? Nur Glas wäre ja... wenn er ja später noch andere Sachen reintun. Ja, wir nennen ihn jetzt mal Glas, dann finden wir es auf jeden Fall wieder. Das ist der falsche. Genau. Wir nennen ihn jetzt erstmal Glas. Jetzt alles groß geschrieben. Ja, super. Okay, dann können wir jetzt weiter. Die ist jetzt auf Mission. Keine Ahnung, ob wir uns das nochmal angucken müssen. Als nächstes werden wir jetzt unseren Antrieb von unserem Schiff hier jetzt fertig machen schnell. Dann haben wir das erledigt, brauchen wir uns da nicht nochmal drum kümmern. Wir müssen als erstes ein rotes Cadmium sammeln. Werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwo ein rotes System haben. Es geht ja ruckzuck. Was für ein System sind wir eigentlich? Wie viele Planeten hatten das System hier? Also einer ist da, zwei sind da. Sonstiger. Den da hinten sehen wir natürlich wieder nicht. Wechselnder Motor, Wächteraktivität. Feuriger, dahinter ist auch noch einer. Und der da. Das Magma-Planet. Und wenn wir jetzt mal den dahinter noch scannen.
damit wir wenigstens wissen, was das hier für Planeten alles sind und Monde. Ja, reicht doch. Schädlicher Mond. Super. Gut. Wir können den anderen von hier sehen. Überall Wächter drauf. Okay. Wenn wir jetzt zur Raumstation einmal, die haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Dann wird die unserem Teleportnetzwerk hinzugefügt. Können wieder die Ansicht ändern, da wir ja gescannt haben. Wenn wir das Schiff, die Antriebe fertig haben, kommen wir weiter und müssen dann nicht später nochmal dran denken. Kann man das direkt am Anfang mit erledigen. So, jetzt werden wir das Ding erstmal umbenennen hier. Dann können wir auch gleich gucken, ob wir noch irgendwas. Drei Upgrades. Also wir müssten Impulsantrieb bräuchten wir ein. Und für den Anzug bräuchten wir ein Schild. Und Schildgitter. Dann mal gucken, was der hier hat. Oh, super. Also einen Impulsantrieb, falls er hat. Er hat nur Hyperantrieb, das ist schade. Was hat der? So, erstmal B-Klasse-Dinger verkaufen. Ah, super. Bewegungsmodul, Strahlenschutz, Lebenserhalt. Das war das Falsche. Ja. Da haben wir schon drei. Er hat auch angezeigt, dass wir noch X-Klasse-Module haben. Haben wir doch gar nicht. Sollen die sein? Ja, schon wieder so eine dämliche Waffe. Ah, wo sollen die jetzt sein? Hm. Wir können noch welche verkaufen. Aber wo haben wir die? Die müssen wir irgendwo haben. Aber wo? Weil hier im Anzug haben wir sie ja nicht. Im Raumschiff sind sie auch nicht. Ah, vielleicht meint er hier drin. Ah. Da war eins drin, das. Phasenstrahl, das kann auch wieder weg. Wir haben doch nichts anderes. Sehr seltsam. Ah. Naja, vielleicht in irgendeinem Frachtabteil, aber es wäre auch seltsam. So, das war wie so eine Waffe. Die hier kommen, die verkaufen wir.
Naja, irgendwo werden wir sie rumliegen haben. Steht leider nicht im Exo-Anzug, aber... Ergibt null Sinn. Wie sollen die im Exo-Anzug haben? Ja, wird wahrscheinlich irgendein Fehler sein. Naja, auch egal. Da ist ein exotisches Schiff. Ah, und es ist weg. Nicht weiter schlimm. So toll sah es nicht aus. So, und wenn wir jetzt gucken, rotes System. Direkt hier ist eins. Nicht weit entfernt. Sechs Planeten. Was haben wir hier so? Hier hätten wir schon mal Cadmium. Das ist ja gut, das brauchen wir ja. Mal wenigstens einmal alle abscannen. Einer ist dahinter, war ja klar. So, da ist einer. So, tropischer Planet. Sengtais und Wächter. Gerippter, Cadmium und Gold. Verrostetes Metall, aus dem man Ferritstaub machen kann. Cadmium und Silber. Und den hatten wir ja gerade. Den hatten wir auch. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was hier hinter schon wieder ist. Da ist er. Zugefroren. Okay, dann werden wir Cadmium und Silber. Müssen wir einmal schauen, was den größten Wert hat. Hundertsechsundachtzig, 353. Platin hätte das meiste, aber also Gold. Von Gold und Silber hätte es Gold. So, der hatte Cadmium und Silber. Der hatte Cadmium und Gold. Werden wir dahin. Außenansicht. Müssen auch noch für die eine Nebenmission eine Gaswolke lokalisieren, also ein Gasvorkommen. Ah, Bremsen.
Wie nicht frei? Oh, aussteigen. Super. Der Planet ist scheiße heiß. Da hinten gibt es Tiere. Ah. Riesenmotten. Oder Steinschmetterlinge. Was ist das hier? Aha. So, was? Suchen wir eigentlich? Gold. Cadmium da. 200. Und Weizen. Okay. Ja, da können wir ja mal kurz hinlaufen. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, und Cadmium müssen wir dann halt. Natrium. Natrium. Das ist eine Hexerbeere. Na, die ist hinter unserem Schiff. Dann können wir danach hin. Holen wir uns jetzt den Weizen hier. Und dann diese Cadmium-Sammlung. Müsste eigentlich reichen. Falls wir nämlich mal was mit Pflanzen machen wollen. Da wollen wir jetzt hin. Was ist das? Ja, Das sieht ja cool aus. Gut. Da oben. Wie waren das jetzt? S? Nee. D? Nein. Man konnte den Radius größer und kleiner machen. Ah, woanders, wie woanders. Ah, R und jetzt geht's gar nicht mehr. Ah, T ist größer, R ist kleiner. Okay. Hoffentlich reicht das an Cadmium. Wir werden nämlich für die Atlas-Mission auch einmal Cadmium benötigen. Also, wenn bauen wir zwei Vorkommen ab, dann müssen wir nämlich gar nicht mehr in rotes System. Außer eine Mission führt uns hin, aber ansonsten. Das sieht eigentlich vielversprechend aus, das hier. Dann können wir von hier auch gleich ins nächste System springen. Und zwar ein grünes, da müssen wir Emeril sammeln. Und dann haben wir alle Antriebe freigeschaltet. Und auch fertig eingebaut. Und da wir kein Cadmium mit hatten, können wir gut sehen, wie viel das Vorkommen uns gebracht hat. Da wir jetzt ein bisschen Platz haben, werden wir das Silikat auch aufheben. Wir uns da später dann Glas draus herstellen. So, jetzt haben wir es leer. 405, ja, das reicht doch. Das Schiff ist natürlich nicht in der Nähe.
Das haben wir da hinten geparkt. Gehen wir einmal hinter dem Schiff noch. Da war ja noch eine Hexerbeere. Hey, wo will er denn hin? Da oben. Nein, nicht seitwärts. Du sollst da hoch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Bergauf ist eine Kunst. Los. Cool wäre, wenn hier noch eine in der Nähe ist, weil so häufig findet man die gar nicht. Aber das sieht nicht so aus. Ja. Gut, dann zu unserem Schiff. Da. Hm. So, einsteigen. Antrieb bauen. So, zwei Kabelbäume haben wir. Wie viel brauchen wir? Fünf. Das ist jetzt aber schlecht. Ja. Yeah. Dann müssen wir jetzt das Emeril sammeln und dann halt so einem System mit Raumstationen uns die letzten Kabelbäume noch holen. So, ein grünes System. Das grün? Ja. Ich habe vergessen, das System umzubenennen. So, drei Planeten, zwei Monde. Die sind natürlich alle wieder hinter dem hier. Hohe Wächter, Gold. Wäre zwar gut, aber den Wächtern, das ist immer so eine Sache. Was ist bei dem? Giftig. Und aktiviertes Emeril, das bringt uns jetzt ja gar nichts. Oh, hier ist noch einer. Ja, auch hohe Wächter. Müssen wir mal gucken. Sind alle dahinter? Jetzt nehmen wir den großen mit den Ringen. So, über uns ist einer. Da ist der andere. Ups. Also, da ist einer. Ein Lavamond. Ja, super. Aggressive Wächter wird ja mal besser. Den haben wir doch. Ja. Yeah. Haben wir den dahinter gescannt, den Mond? Oh. Hm.
zeig ihn mir an. Hä? Los. Ja, aber ich war sein. Ah, giftiger. Aktiviertes Emeril bringt uns nichts, wird aber ein normales brauchen. Also, welcher war jetzt der beste? Zeigt uns nur, wenn wir gelandet sind. Ah, der hat hohe Wächteraktivität. Die anderen waren alle nicht besser. Auch hohe Wächteraktivität. Ja, dann nehmen wir jetzt den großen vor uns. Einfach den Wächter ein bisschen aus dem Weg gehen, müsste das klappen. Oh, was zum... Oh, Alter. Warum hat er nicht... Uiuiuiui. Guck mal, das ist doch bestimmt Gold und kein Emeril. Braucht man natürlich nicht. Steht aber eine Beere. Und zwar ein Weizen. Was sind das hier eigentlich? Gold. Ja, brauchen wir nicht. Hoffentlich kommen jetzt keine Wächter. Gut. Was zum... Cool. Ist das halt Haustier mitnehmen? Ja, nein. Oh, wo ist es hin? Lass dich fangen, lass dich fangen. Ja, wir haben kein... Jetzt ist wieder weggelaufen. Auf wegzulaufen. Cool. Übernehmen. In was für ein Biom lebt? Na ja, nerv nicht. So, was für ein Biom lebt er? Verlorene Wolken. Begrenzt minus 3 Grad. Fühlt sich traurig. Streicheln, Leckerli geben. Streicheln. So. Hier haben wir eine Hexerbeere. Was zum... Das ist ja cool. So. Wir suchen aber Emeril. Gold. Nitisferit. Emeril. 600. Gold. Das Gold, wo wir geparkt haben. Ferit. 196, dann gehen wir da ein. Wir können jetzt natürlich auch, da stand eben irgendwas von Eiern geben. Kürzlich gefüttert. Beeren extrahieren. Das ist ja cool. Hier kriegen wir Hexerbeeren. Von den Tieren. Das ist gut zu wissen. Süßwurzel. Lebende Steine. Ah. Dann holen wir uns jetzt hier das Emeril. Und dann noch die Pflanze. Dann haben wir es fertig. Leer. Wir nehmen mal das da. Müssten wir eigentlich auch noch tunen können, oder?
Haben wir dafür schon alles? Ah ne, man konnte nur den Minenlaser, nicht den Terrain-Manipulator. Wie gut, dass die Vorkommen so groß sind, dass ja seltener ist. Das ist echt gut. Müssen mal sehen. Das Wetter ist nicht schlecht. Ist zwar ein bisschen dunkel, aber vielleicht gibt es ja hier auch Tage. Die Wächter sind nur also hochaktiv, aber nerven uns ja nicht. Vielleicht hier nach einem Portal suchen und dann uns hier unsere Basis hinbauen. Also das Vorkommen ist größer. Kommt gut was zusammen. Und ich weiß, das Sammeln hier ist langweilig für einige, aber da wir das Material noch nicht hatten, müssen wir es ja nun sammeln. Jetzt können wir nicht in blaue Systeme reisen. Also machen wir das jetzt kurz. Dann scannen wir danach mal. Holen uns unser Exo-Fahrzeug, weil mit dem immer nur so wenig Feritstaub mit. Mit dem Exo-Fahrzeug müssten wir Alien-Artefakte finden können, die uns dann zu einem Portal, also den Weg zeigen, beziehungsweise uns anzeigen, wo eins ist. Müsste mit dem kleinen Rover gehen und den sollten wir uns eigentlich bauen können. Zumindest das Rezept dafür haben wir gelernt. Müssen wir gleich mal schauen. Also es hat schon zwei Waffenladungen gebraucht hier. Also ein sehr großes Vorkommen. Mal reinhalten einfach. Aber so macht Steine abbauen Spaß. Einfach zerschmettern mit einem Laser und einsaugen. Wenn wir hier ein Portal finden, könnten wir danach unsere Glyphen in Angriff nehmen. Es verballert aber auch hier Energie. Ich glaube, wir müssen nie wieder Emeril sammeln. Weil später für einen Antrieb im Frachter zum Erweitern brauchen wir das, glaube ich, auch noch einmal. So ist ja, ja, und für die Atlas-Mission, da brauchst du von jedem 100 oder so. Wissen wir, wenn es an der Zeit ist, dann halt auch
Indium einmal kurz sammeln, aber erst wenn wir es halt auch brauchen. Gleich haben wir es geschafft. Dann müssen wir mal sehen, wie viel uns das gebracht hat. Übersehen, sonst wird uns dieses Vorkommen immer noch angezeigt auf dem Scanner. Deshalb müssen wir da, wo wir stehen, gleich auch nochmal gucken. So. Oh ja, genau hier, wo wir stehen. Jetzt sollten wir eigentlich. Ja. Boah, sieht gut aus. 1600 hat uns das gebracht. Das ist ja cool. Brauchen wir nie wieder sammeln. Das Schiff ist so weit weg, war ja klar. So, da ist die Beere. Die holen wir uns und dann testen wir das mal mit dem Fahrzeug. Auch wenn ich sicher bin, ich höre die ganze Zeit Wächter. Oder ist das unser Haustier? Das kann ja da vor sich hin chillen. Da ist ein Wächter. Den lassen wir einfach in Ruhe. Die steht ja super. So. Aber hier... Na gut, die Nerven... Nerven nur außerhalb von Gebäuden, die Wächter. Ja, wir testen das einfach mal. So, welches ist denn das jetzt hier? Das da. Ah, wir haben kein Paraffinum mit. Ich habe ja gesagt, ich wusste, irgendwofür brauchen wir das. Paraffinum und 5 Metallplatten. Die Metallplatten können wir uns ja einfach mal herstellen. Die brauchen wir bestimmt eh immer für irgendwas. Wieso zeigt er uns die ganze Zeit an, wir hätten nur 600 Peritstaub? Ah. Ja gut, die Anzeigen spinnen jetzt ein bisschen, aber was soll's. Hier finden wir aber kein Paraffinum. In einem der Elemente hier vielleicht. Kohlenstoff. Stoff, Natrium, Kohlenstoff, Natrium, Ferritstaub, Ferritstaub und Natrium. Ne. Ah. Können wir die Aufgabe mit dieser Gaswolke machen? Nein, können wir nicht. So, jetzt wird es hier hell. Werden wir jetzt mal auf einen dieser Berge da fliegen. Ja, ich habe irgendwie keine Lust zu laufen. Und zwar so lang. Das sieht auch gut aus. Wir können den Mond sehen von hier. Ja, logisch eigentlich, ne? Aber naja. So, mal auf den Stein da fliegen. Also es ist halb grün, halb braun der Boden. Sehr weit. Oh, brems, 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 landen, landen. Sehr weite Flächen. Gut gerade alles. Keine Bäume. Also es sieht nicht schlecht aus hier. Ja, wir nennen den mal in. Was gab es denn hier für komische Bären? Extra Beere.
Vielleicht noch grün. Ja, grün geht ja wieder nicht. So. Weil vom Aussehen her geht's. Ein Portal sehen wir natürlich leider nicht von hier. Wäre jetzt auch ein reiner Zufall, ja, einfach so eins finden. Gut, dann müssen wir jetzt sowieso zu einer Raumstation für den letzten Antrieb, damit wir den auch bauen können. Hier gibt es natürlich keins. Also keine Raumstation. Wenn wir einfach in irgendein anderes System fliegen. Irgendein gelbes. Das. Nein. Oh. Zwei Sterne Vaikin und Wasser. Gehen wir jetzt in die Raumstation. Holen uns ein paar Kabelbäume. Bauen den Antrieb fertig. Dann haben wir das alles erledigt. Dann nehmen wir uns ein bisschen Paraffin um. Habe ich es mit den Augen oder sieht das aus wie eine Zielscheibe? Jetzt gerendert, als hätte er eine Zielscheibe. In der Mitte. Das ist ja cool. Ah, es sind auch nur aggressive Wächter, also von daher. Den dahinter können wir bestimmt nicht. Doch, da. Können wir scannen. Nuklearer Planet. Uran und Silber. Aber hier waren noch welche. Einer ist wieder dahinter. Zwei sind hier. Hintereinander. Sich das nur ausgedacht. Da hätten wir Paraffinum. Kupfer und Salz. Keine Wächter, feuchter Planet. Gut, dann hier einmal Raumstation. Ich weiß, ein paar müssen wir noch scannen. Wir brauchen jetzt erstmal die Kabelbäume. Und können dann auch direkt gucken, ob hier vielleicht der noch Impulsantrieb upgrade hat. Die Sicht im Schiff lassen wir kurz einmal so. Aber wir noch nicht fertig sind mit dem Scannen. So. Einmal hoch da. So, was brauchen wir für das Multi-Werkzeug? Das ist nicht fertig gebaut. Aha. Hier ist. Was ist das mit den Kabelbäumen? So, drei haben wir. Wir brauchen fünf dafür. Und scheinbar fünf dafür. Also 10, 3 haben wir, 7 müssen wir kaufen. Natürlich gleich erst. Feld wäre gut. Gucken, hat er eins? Minenlaser-Upgrade. Ja, das Scanner-Modul. Das können wir gar nicht mehr einbauen. Da haben wir drei. Wenn wir den hier fertig haben, oder ist das eine normale Erweiterung? Ja. Wenn verkaufen wir das, dann kaufen wir uns jetzt mal den Minenlaser. Dann können wir das ja wieder verkaufen. So. Was ist das für einer? B-Klasse. Hier nach Impuls gucken. Weil der hat gar keinen NS. Okay. Mir nicht sicher, ob recht der normale Scanner im
Fahrzeug aus? Ist da eigentlich? So, wir brauchen nicht Lebenserhaltung, sondern Schildmodul. Schildmodul. So. Schildmodul. Gut. Ich habe keine Ahnung. Warnschutz-Upgrade. Welches Symbol das hier ist? Das ist es nicht. Die beiden auch nicht. Und das sind halt die einzelnen zum Aufladen. Die Lebenserhaltung ist das andere. Was ist das hier? Naja, immerhin können wir hier noch Schildmodul reinballern. So, Minenlaser. Gucken, ob es rot leuchtet, wenn wir gleich die Abi-Bäume haben. Was ist denn das? 150, oh Gott. Wir haben kein Geld. So. Recht mau besucht hier. So. 7 Kabelbäume. Haben die Paraffinum? Nein. Schade. Wäre echt super gewesen. Hier ist aber auch keiner. Und von hier sehe ich nicht, wie wir in den Frachtwäldern haben. Ah. Gut. Dann bauen wir das Ding jetzt hier. Ein Solarspiegel, echt jetzt. So, 3 brauchen wir. Gold, Silber. Ja, das Ding. Cool, war ein normales Upgrade. Also haben wir jetzt hier auch 3 Upgrades. Können wir da kein weiteres. Streublaster können wir natürlich noch 3 Stück hier hinballern. Und 2 Schilde, wenn wir finden. So, wo ist... Jetzt da. Haben wir alle Antriebe und kommen voll nicht weit. Was zum Henker? Hat der Paraffinum. Ist ja gar nichts. Toller Händler. Das können wir nicht duplizieren, das kaufen wir. Müssen wir jetzt. Wir können natürlich. Wir haben ja eben Frachter. Da. Und dann nehmen wir uns so viel Paraffino mit, dass wir den auf einem Planeten irgendwann bauen können. Wir können ja immer wieder mitnehmen. Ja, wir haben ja, naja, kein Teleporter. So, Paraffinum. Da wir hier nicht bauen können. Wie braucht der denn? Ist nicht wahr jetzt. Wir nehmen einfach mal 100 mit. Da.
Was soll denn der Scheiß jetzt? Gut, wir können die Größe nicht ändern. Nehmen halt alles mit. Die Süßwurzel bleibt hier. Ich weiß, wie wir den anderen dann nennen können. Wir haben nämlich hier noch Pflanzen. Kommen die alle da rein. Da kommen da jetzt die ganzen Pflanzen rein. Und wir nennen den gleich Pflanzen. So, hier haben wir noch Hexerbeeren. Das Cadmium brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Elemente. Upgrade-Elemente. Cadmium. Und das Emeryl. Da. So. Neum haben wir schon mal. So. Dann können wir in der nächsten Folge dann unser Exo-Fahrzeug bauen auf irgendeinem Planeten und mal nach einem Portal für die Glyphen schauen. Und ja. Und werden wir erstmal die Glyphen fertig machen. Gut, dann haben wir jetzt die Antriebe erstmal alle fertig. Ein bisschen den Frachter ausgebaut. So für die Aufgaben und damit wir in die Lager kommen. Nicht richtig ausgebaut, weil der ja, naja, scheiße ist. Aber noch haben wir ja kein Geld für einen zu kaufen, also müssen wir auf einen Piratenangriff warten und hoffen, dass wir dann was mehr Auswahl haben und nicht nur die Systemfrachter bekommen. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.